What up? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Na, ich heiße natürlich wie immer dieser P und euch zum anderen herzlich willkommen. Es wird ein weiteres Video zu Kenshi und wir werden uns da, wie ich finde, einem sehr speziellen Punkt, ja, einem sehr sensiblen Punkt annähern, und zwar den Erkundungen. Ja, das ist jetzt kein fancy Button, oh, ich drücke hier auf Erkunden und dann geht das und das, oder das ist so voll der Spielinhalt, sondern ich nenne es jetzt mal Erkunden. In dem Sinne, macht ihr einfach nur das, was das Spiel von euch so oder so will. Ja, ihr lauft in der Welt rum. Das meine ich hier mit Erkunden. Das ist sehr individuell, würde ich sagen, wie man das angeht. Es ist auch wirklich von Gebiet zu Gebiet sehr verschieden, welche Überraschungen diverser Art euch da erwarten können, ja, im Sinne von verschiedenen Fraktionen, verschiedenen Tieren, verschiedenem sonst was, ja. Alles sehr divers. Auf der gesamten Map kann man da keine gemeinsamen Nenner finden, würde ich sagen. Für einzelne Gebiete schon, für die ganze Map eher nicht so. Man kann allerdings fürs Erkunden selbst einige Basics formulieren, wie ich sagen würde, die sehr essentiell sind, und wenn ihr das wisst, dann werdet ihr zwar trotzdem hier und da verprügelt werden, aber vielleicht nicht mehr ganz so oft wie sonst. Ja. Dem wollen wir uns heute annähern, und ich würde auch sagen, wir labern gar nicht weiter drumherum, sondern diven relativ straight rein mit einem ordentlichen, ja, hoffentlich, Schmutz. Hä? Erstmal scheint es mir hier auch wieder sehr wichtig, mein Szenario, ja, hier ganz wichtig, mein Szenario zu erläutern. Ich bin mittlerweile sehr OP in diesem Game unterwegs, ja, wie man vielleicht an diversen Stats sieht, so 198 Geschicklichkeit oder so kommen nicht von ungefähr. Ja, die kommen zum Teil von Robotics, aber da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Mir steht nicht mehr viel in der Kenshi-Welt im Wege. Ja. Trotzdem, wie vorhin gesagt, gibt es einige sehr essentielle Sachen, die ihr immer machen könnt, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, damit eure Reisen generell, ich sag mal, ein bisschen amüsanter werden. Ja. Es kann ja auch amüsant sein, verprügelt zu werden. Man kann ja auch mit Absicht das Gefecht suchen, um diverse Stats zu leveln, weil genau so levelt man eben in Kenshi. Ja. So läuft halt das Game. Ihr werdet mal verprügelt. Es wird mal jemand getötet. That's Kenshi. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass sich Leute davon so ein bisschen arg abgeschreckt fühlen, obwohl es einfach zu dieser Erfahrung dazugehört. Ja. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist natürlich wieder ein ganz anderer Punkt. Ja. Ich würde jetzt erstmal einige sehr generelle Sachen erläutern, und danach werden wir uns ein paar Strategien angucken und anschließend so, ich nenne es mal, abschließende Gedanken zu diesem Video formulieren. Hä? Für den Anfang ist es sehr wichtig, dass ihr ein paar Sachen immer dabei habt. Ja? Schlafsäcke empfehlen sich sehr, um verwundete KameradInnen eben an einer sicheren Zone, ja, die gilt es dann erstmal zu finden, das ist eine andere Kunst, aber wenn man gar nicht erst Schlafsäcke dabei hat, erübrigt sich das. In dem Sinne ist es auf jeden Fall empfehlenswert, Schlafsäcke dabei zu haben, um Verwundungen schneller hoch zu kurieren. Ja. Da ihr von den Schäden, die ihr kriegt, ja, wenn ihr zum Beispiel nur noch 50 Punkte auf eurem Bauch habt und der Rest sich im Heilungsprozess befindet, dann wirkt das sehr krass auf euer Geschick zum Beispiel. Also euer Geschick ist dann, würde ich sagen, mindestens um so 20% verringert, und das ist schon eine Menge. Also im nächsten Kampf werdet ihr schon allein wegen dieser Verletzung nicht so gut abschneiden, wie wenn ihr eben gesund wärt. Ja, ihr könnt auf der anderen Seite auch sagen, okay, jetzt ist der Stat-Geschick ja aber lower, als er normalerweise ist, eben weil ich eine Verletzung habe, und deswegen levelt er dahingehend insgesamt schneller im nächsten Gefecht. Ja, das ist immer, wie man es eben so will. Trotzdem, ich würde sagen, Schlafsäcke sind sehr wichtig. Essen ist natürlich unabdingbar, und Verbände, beziehungsweise hier die Orthesenkästen, wie heißen sie genau? Ich bin mir gerade nicht sicher, diese Reparaturdinger für Skelette eben. Ja, ich werde es hier mal drunter schreiben, wie genau die nochmal hießen. Und da ist ganz wichtig, von diesen drei Dingen, genauso was auch Geld betrifft, ja, nur Essen kann gestohlen werden. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass eure Schlafsäcke, eure Ausrüstung, eure Verbände oder euer Cash gestohlen wird. Ja, das wird nicht passieren. In der Welt wird euch für gewöhnlich nur Essen geklaut. Ja? Und dann auch eigentlich nur dann, wenn ihr von was verprügelt werdet, was halt zum Beispiel im Titel hat, verhungernd. Ja? Verhungernde Banditen, die kennt man so. Ja? Das ist so eine eigene Fraktion. Die sind halt scharfe Feueressen, ja, ist ja auch vollkommen klar. Ein weiterer Punkt, der generell ist und trotzdem wichtig, ja, ist die Squad-Größe. Ja, also wie viele Leute habt ihr denn überhaupt dabei? Da würde ich sagen, insgesamt ist das sehr individuell. Anfangs würde ich allerdings empfehlen, umso mehr, desto besser, aber nur dann, wenn ihr das Food auch zahlen könnt. Ja. Viele Mäuler bedeutet auch viele Mäuler, die gestopft werden können, bedeutet natürlich insgesamt mehr Schutz, da größere Gruppe und so, aber wisst Bescheid, muss man sich dann auch leisten können. Ja, das ist nicht von Anfang an selbstverständlich, würde ich sagen. Dann wollte ich noch was zu den Garus und den Rudelbullen sagen. Obwohl ich hier den Fokus fast ein bisschen auf die Garus legen würde. Auch wenn die Rudelbullen zwar früh, wenn die noch sehr jung sind, noch kaum Stats haben, relativ guten Damage raushauen, sind die Garus insgesamt am Anfang schon sehr viel schneller,
können insgesamt mehr tragen, weil sich in dem ihren Inventar Sachen bis zu 6-fach stacken lassen und bei den Rudelbullen nur bis zu 5-fach. Und außerdem sind die halt sehr tanky, ja, weil die einfach auf den einzelnen Gliedmaßen relativ viel Leben haben. Punkt von vorher, als ich gesagt habe, Achtung, die hungrigen Banditen, die klauen euer Essen, die würden auch eure Tiere schlachten. Und im Vergleich zum bei lebendigem Leibe gefressen werden, das ist ein Status, den ihr haben könnt, wenn euch zum Beispiel ein Schnabelding gerade verhaut und ihr liegt da am Boden und es verspürt halt Hunger, ja, dann foodet es euch bei lebendigem Leibe. Dieser Prozess dauert. Ihr könnt also mit einer anderen Person herkommen, das Schnabelding weghalten und dann läuft es für gewöhnlich. Aber die Nachricht, die kommt, wenn eine hungrige Fraktion, die euch gerade verprügelt hat, oder eine hungrige Gruppe, die euch gerade verprügelt hat, euer Viech geschlachtet hat, dann steht einfach unten drin, hungrige Banditengruppe, hat dein Tier X geschlachtet für das Fleisch. Und dann ist es so. Und dann ist euer Viech weg vom Fenster. Und das passiert instant. Ja, da gibt es kein, oh, die schlachten das schnell, der eine baut irgendwie so ein Schafott auf, der andere ist schon an der Gerberei dran und so und einer macht schon irgendwo ein Lagerfeuer ready mit einem Kochtopf. Nee, das passiert instant. Das ist natürlich doof. Muss man darauf achten. Deswegen weitere 3 Punkte, die ich in einem Punkt zusammenfasse, die immer wichtig sind, herantasten, nicht nur an verschiedene Gebiete und verschiedene Gegnergruppen, sondern generell einfach gucken, wie läuft das Game. Ja? Einfach gucken, was geht hier, was geht da, wie funktioniert dieser Wert, wie funktioniert der Wert, wie funktioniert das mit Essen, wie funktioniert das mit Cash, wo kann ich was kaufen, wo ist nicht so gut. Sowas, da muss man sich herantasten, viel speichern und Augen aufhalten. Ja, also wenn ihr quasi straight in irgendwas reinrennt, was euch halt verprügeln kann, dann seid ihr für gewöhnlich am Anfang nicht schnell genug, um diesen Kampf aus dem Weg zu gehen. Das heißt, ihr müsst diesen Kampf dann hinnehmen, wenn ihr keinen besseren Save von davor habt. Ja, deswegen das Speichern so wichtig. In dem Sinne, einfach die Augen offen halten. Hä? Damit kommen wir zu einigen Strategievorschlägen, ja, ganz wichtig, Vorschlägen meinerseits, an eurerseits, an euch. Ja, und da würde ich anfangen mit, für mich, ganz essentiell, ganz am Anfang, viel trainieren, Schleichen und Athletik. Ergo, ihr seid immer im Schleichen unterwegs, außer ihr seid in irgendwelchen Städten unterwegs, wo ihr gerade was einkaufen wollt, dann solltet ihr das Schleichen meiden, nicht, dass ihr aus Versehen was klaut und dann verprügelt werdet. Aber ansonsten schleicht ihr auch in Städten rum, ja, wenn ihr da einfach durchgeht. Gut, um Schleichen zu leveln, weil solange ihr da nichts macht, ist das kein Verbrechen. Und Athletik leveln, in dem Sinne keine schweren Rüstungen tragen, ja? Weil sonst habt ihr immer krass Mali auf Athletik und entsprechend levelt sich das nicht so schnell. Also einfach mit relativ wenig im Inventar rumrennen. Da könnt ihr immer bei eurer Überlastungsrate gucken, dass die eben nicht sonderlich hoch ist. Genau. Und wenn ihr diese beiden Attribute relativ hoch habt, dann holt ihr eine Person reicht da vollkommen für den Anfang, die das relativ hoch hat. Ich würde es generell jeder Person empfehlen, aber nehmen wir mal an, ihr habt da jetzt eine, dann würde ich dieser Person einen Diebesrucksack anziehen, ja, weil der nur sehr wenig Malus auf Schleichen gibt, beziehungsweise gar keins, und so ein ganz kleines bisschen was auf eure Kampffähigkeit und so ein ganz kleines Muckesäckerle, also ist scheißegal. Und dieser Person gebt ihr dann Essen und Verbände, ja, und die ist dann so ein bisschen passiv am Start. Also während ihr so ein Squad habt, das so rumläuft, kaltet die so ein bisschen die Umgebung ab. Ja. Könnt quasi, wenn ihr euch so bewegt, dann geht die da die ganze Zeit so drumrum. Wisst ihr, wie ich meine? Also ihr bewegt euch auf einer Linie fort und die guckt so links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, was geht da ab? Ja, und checkt quasi so ein bisschen die Lage aus. Wichtig nämlich, wenn es Beef gibt, kann diese Person wegrennen, um danach, ja, irgendwo aus dem Schatten, wo sie cool schleicht und niemand die sieht, die Verwundeten, die Verprügelten aus eurem Team zu heilen und dann vielleicht auch im Idealfall irgendwo an einen sicheren Ort zu tragen. Das kann die machen. Plus, weil die das Essen hat im Rucksack, wird das für gewöhnlich geteilt. Das könnt ihr in den Einstellungen einstellen. Das habe ich mal in einem anderen Video angesprochen. Ja, da könnt ihr einstellen, dass quasi Futter aus dem Rucksack unter euren Gruppenmitgliedern geteilt wird. Entsprechend macht es gar nichts. Wenn ihr unterwegs seid, werden sich alle das Essen aus ihrem Rucksack holen. Also aus dem Rucksack von dieser schleichenden Athletikperson. Ja. Und in dem Sinne wird das Essen auch nicht geklaut, weil die schleichende Athletikperson für gewöhnlich nicht verprügelt wird. Auf der anderen Seite ist es dann halt auch kein zäher Brocken, weil sie nie verprügelt wird. Das heißt, sehr fragiles Ding, aber eben ready für Wegrennen und Wegschleichen. Halte ich für immer sehr, sehr wichtig. Ja. Weiter würde ich machen bei diversen Waffentypen. Ja, gegen Ende, sobald ihr irgendwie wisst, ey, ich gehe jetzt in die und die Region, da sind die und die Gegner, nehme ich die und die Waffen mit, die Boni auf genau diese Gegnertypen haben. Klar, macht Sinn. Am Anfang wisst ihr das aber eben nicht, weshalb es sich meiner Meinung nach empfiehlt, diverse Waffentypen mitzunehmen, dass ihr so auf alles eine Antwort habt. Ja, ihr kennt das, wenn ihr irgendwelche Kartenspiele spielt oder so. Habt ihr ja auch nicht nur eine Powerkarte drin, sondern ja, ihr habt doch ein paar Lakaien, irgendwas, was fliegen kann, irgendwas, was trampeln kann. Ja, ihr wisst Bescheid, wie das läuft, so in der Art. Genau. Des Weiteren würde ich sagen, dass für den Anfang, das habe ich auch mal in meiner Weapon-Tierlist besprochen, die werde ich hier mal verlinken, Katanas eigentlich sehr nice sind, weil ihr durch die meisten Sachen
sind nicht sonderlich gut mit Rüstung am Start. Entsprechend reichen die Katanas vollkommen aus. Ihr levelt damit schnell geschickt, die Katanas schlagen schnell zu, weshalb ihr generell häufig Events triggert, in denen irgendwie etwas gelernt werden kann, sage ich jetzt mal. Und des Weiteren würde ich euch noch empfehlen, dass ihr alles heilt, was ihr auf dem Weg findet. Ja, wenn ihr irgendwas Verprügeltes vorfindet, geht dahin, heilt die hoch und geht dann weg. Ja, egal, ob das Verbündete sind, Feinde sind, bei Feinden natürlich aufpassen, dass die nicht erwachen, ja, also quasi ihre Bewusstlosigkeit abebbt und die euch dann direkt verprügeln, das wollt ihr nicht. Aber solange ihr die Möglichkeit habt, irgendwas, was da halt so rumliegt, einfach zu heilen, macht das, weil so levelt ihr eben euren Feldarzt-Skill. Und der ist sehr wichtig, wenn es dann bei der nächsten Prügelei, in der ihr verprügelt werdet, darum geht, Verwundete wieder ready zu machen. Ja, würde ich sagen, erklärt sich weitgehend selbst. Des Weiteren ist es sehr wichtig zu sagen, dass euch am Anfang eigentlich fast alles verprügelt. Ja, aber das gehört dazu. Anders kommt ihr auch nicht an die Stats ran. Aber es bietet sich trotzdem immer an, in leichter Rüstung zu rennen, ja, um die Athletik bzw. das Schleichen hochzubekommen. Denn selbst wenn ihr eine schwere Rüstung habt und die für den Kampf benutzen wollt, könnt ihr das ja immer noch, sobald der Kampf losgeht. Wisst ihr, wie ich meine? Also ihr lauft eben in leichter Rüstung rum, weil ihr eben Bock auf Athletik und auf Schleichen habt, was für den Anfang sehr geil ist. Mit der schweren Rüstung und wenn ihr noch eine Person tragt oder so und das Inventar sehr voll habt, kommt ihr gar nicht vom Fleck, würdet dafür aber minimal eure Stärke leveln. Das halte ich am Anfang aber für Humbug. Nehmt einfach die schweren Rüstungen, die ihr findet, mit. Ja, irgendeine Person, die es so einigermaßen mit sich rumtragen kann oder eventuell ein Tier, das es ohne Probleme mit sich rumtragen kann. Und sobald der Kampf losgeht, wechselt ihr eben schnell die Rüstung. Ja, ist eigentlich kein Problem. Genau, wenn ihr jetzt Athletik und Schleichen hochhaben solltet, ja, dann könnt ihr euch eigentlich die meisten Kämpfe aussuchen. Ja. Sobald ihr seht, oh, das wäre hier jetzt ein bisschen aussichtslos, umgehen. Oder auf der anderen Seite Kämpfe kontrolliert herbeiführen. Ich will diese Person leveln, also schicke ich die alleine da rein, ohne Essen, ja, damit sie dann nicht beklaut wird oder so. Die wird verprügelt, levelt ein bisschen Zähigkeit, levelt ein bisschen Nahkampfverteidigung und dergleichen. Und sobald die dann von dannen schweifen, ja, die geprügelt haben, gehe ich mit meinem restlichen Squad dahin, hole die Person ab, heile die hoch und trage die halt die nächsten Meter, bis sie wieder selber rennen kann oder mit angenehmer Geschwindigkeit mitrennen kann, ja, je nachdem, wie sie verprügelt wurde. Kann man dann auch machen. Entsprechend würde ich es euch sehr, sehr stark ans Herz legen, Schleichen und Athletik eigentlich schon bei allen zu leveln. Ja. Ist eine persönliche Strategie, aber es klappt einfach sehr gut. Ja. Verletzungen, ja, die würde ich im Idealfall auskurieren, habe ich ja vorher bei dem Schlafsack schon erwähnt, weil ihr, wie gesagt, kranke Mali bekommt. Auf der anderen Seite könnt ihr genau durch diese Mali manche Werte rasant leveln. Ja, also da kommt es drauf an, da wieder der Punkt von vorher, herantasten. Guckt euch an, wie das funktioniert. Und wenn da mal eine Person stirbt, die hier irgendwie ihre 4er, 5er Stats hatte, ist die Kenshi Experience. Lasst sie liegen, ist passiert, habt ihr draus gelernt, macht ihr nächstes Mal besser. Ja. So viel zu den generellen Strategien. Hä? Mann. Immer wenn ich denke, das wird so ein 10-minütiges Video, das sind immer so die Videos, die richtig lang werden. Ja. Jetzt will ich aber hier gar nicht abschrecken. Wir sind quasi durch. Wir kommen noch zum Punkt abschließende Gedanken zu diesem Video. Ja. Ihr habt gesehen, gehört, es gibt hier einige Wenns und Abers. Aber das ist eben in Kenshi so. Das wird immer in Kenshi so sein und da könnt ihr euch Guide über Guide über Guide reinziehen. Es wird einfach so sein, dass nicht immer alles genauso läuft, wie ihr euch das erträumt. Aber genau das macht ja auch den Thrill von Kenshi aus. Ja? Genau deswegen spielt man genau dieses Spiel, würde ich sagen. Ich denke trotzdem, dass ihr mit den Tipps ganz gut laufen werdet. Ja? Das wird funktionieren. Und ich sag, wenn es mal nicht funktioniert, ihr verprügelt werdet, dass kracht oder gar jemand stirbt, dann ist es Kenshi und nicht unbedingt eure Schuld so in dem Sinne, ja, also bleibt da dran, stay Kenshi und ganz wichtig für dieses Spiel, es ist da nicht nur no risk, no fun, es ist vor allem no risk, no output. Also wenn ihr kein Risiko eingeht, dann werdet ihr auch keine höheren Stats bekommen, weil in Kenshi ist eine ganz wichtige Sache, ja, zum Leveln nie mehr Erfahrung pro Level gebraucht wird. Also ihr braucht nicht auf Level 1 10 EP, auf Level 2 20 EP und auf Level 3 sonst wie viel EP, ja, sondern ihr braucht immer die gleiche Anzahl, aber der Multipler, also die Rate, mit der ihr dazu gewinnt, die wird immer geringer, je höher eure Stats werden. Das heißt, wenn ihr eure Stats bewusst drückt, dann levelt ihr im Endeffekt wieder schneller. Ja, das ist eine irre Mechanik, aber so läuft's eben. Ich würde auch sagen, damit sind wir schon wieder durch für heute. Das hat mich wie immer gefreut. Ja. Lasst da, wie ihr das so fandet. Sagt auch nochmal Bescheid, was ihr davon haltet, mich mehr auf Twitch zu sehen, in Kenshi ein bisschen reinzugehen, mit den Beasts, die ich jetzt eben so am Start habe, hier über die Videoreihe hochgezüchtet habe.
Wen das interessiert, wer da Bock hat und sagt, hey P, let's do it, schreibt es mir bitte rein, würde mich sehr interessieren, weil dann bringe ich das demnächst mal auf den Weg. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch was, stay hydrated und bis zum nächsten Can-G-Video. Hä?